so. Ich bin so angespannt. Sauleise. Oh mein Gott, Alter. Das ist so ein krasses Auto. Sind es kmh? Nee. Das müssen mph sein, logischerweise. Achso, kmh und da unten sind. Achso, der normale Tacho. Oh, das sind auch amerikanische Spiegel, ganz komisch, Junge. Ich war wie so ein Fahranfänger. Alter, das ist so krass. So, willst du mal ein kleines Intro machen oder was? Was soll ich sagen, Alter, wir fahren 94X. Wir sind gerade am Sattmuseum gewesen und da fuhr dann der Markus vor und hatte seinen 94X dabei. Und da er mich durch meine YouTube-Videos kannte, sagte er eben witzigerweise, nimm doch mal den 94X und mach mal eine Probefahrt. Da dachte ich natürlich erst, das ist ein Witz, ne? Aber er meinte das zumindest ernst, ja. Und nun sitzen wir hier im 94X und machen eine Probefahrt. Ist so crazy. Also Markus, besten Dank. Junge. Oh Mann. Wie viel gibt es hier von? Wie viele Autos? 680 Stück. Er gibt mir einfach so sein Auto. Einfach so. Tja, Justus. 189.000 Kilometer schon runter, ne? Kann ich erzählen, das Auto fährt sich richtig krass. Ja. Das Wetter ist erste Sahne, wir fahren durch Trollhättan. Hier ist 70, jetzt geben wir halt mal ein bisschen Gas. Ja, alter, eckiges Fenster, auch krass. Das sind die Fahrräder, das sieht auch saugeil aus, ne? Das sieht von hinten richtig fett aus. Ey, Junge, ich kann überhaupt nichts sagen, ey. Ich brauche das mit 2 Minuten eben. Das ist so geil, ey. Das ist so eine krasse Ehre, ne? Das ist jetzt, Alter, dieser Mann macht mich fertig. Ich kenne in 5 Minuten, der gibt mir sein Auto und sagt, fahr eine Runde. Wir gehen um Block, ja. Oh mein Gott. Also hier drin, es ist mega leise. Na ja, gut, wir fahren nur 70, aber im 900 ist es jetzt schon schwierig, sich zu unterhalten, ne? Also finde ich. Und was da vorne an der Ampel steht? 94X. Noch einer. Oh mein Gott. Also Start-Stopp? Ne, der Motor läuft. Du hast ihn nicht. Was läuft denn der? 500 Umdrehungen oder was? Hm. Vor 6. Hm. Krass. Oh, wie leise ist hier drin? Du könntest dich anflüstern. Man geht aufs Gas und man fährt 50 und man hat nichts gehört vom Motor. Das ist der Wahnsinn. Wie leise ist das mit hier drin? Oh, geil da, ne? Also, der 94X ist aus den USA importiert, umgebaut auf EU-Standard, außer die Spiegel irgendwie, die sind immer noch amerikanisch, also die haben ja in Amerika diesen Zoom in den Spiegeln, nicht so wie unsere, sondern die sind so reingezoomt, ganz krass. War gerade erst in Island und ist schon schwupps wieder in Schweden, ich sitze drin und fahre eine Runde. Hat 189.000 Kilometer runter. Die erste Sahne, das ist so ein krasses Auto. Also 6 Zylinder ist drin, das weiß ich auf jeden Fall. Aber was für ein Motor, weiß ich nicht. Aber es ist keiner Aero auf jeden Fall. Ja, sonst weiß, keine Ahnung, den Rest sehen wir gleich mit der Drohne, würde ich sagen.